Leck mich. Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online mit mir, dem Tobra und dem Lofty Potato. Er war verhandelt. Ja, das geht vorbei, Digga, das geht vorbei. Ja, vor allem unten. Alter, schießt der mich ab? Ich brauche ein Auto, aber die fahren alle weg. Der Ed kriegt da richtig aufs Maul. Wie kann ich nochmal die Waffe wechseln? Ah, ah! Digga. Das war so klar. Tschüss. Oh, schönes Geld aufsammeln, natürlich. Ich bin auf dem gigantischen Parkplatz. Ich weiß immer noch nicht, wie ich meine Waffe wechseln kann. Ja, Mausrad? Ja. Also wenn du außerhalb des Auto bist, mit Mausrad einfach irgendwo hin. Wenn du im Auto hockst, mit Mausrad nach oben. Okay, gut. Ja, weil Mausrad nach unten ist Radio umschalten. Digga, komm, verpisst. Digga, die fahren alle falsch rum hier. Alles Geisterfahrer. Oh, die Oma hat mich umgefahren. Ja. Die weiß, was geht. Die weiß einer, böser Boy. So, haben gekillt. Ich muss die Markierung mal wegmachen hier. Wer mich umfährt, stirbt. So, können wir jetzt bitte uns mal ein Mission anfangen oder so? Ja, wo bist du? Ach, eine Mission willst du machen? Ja gut, dann... Ja, Digga. Oder wollen wir rumfahren? Mir egal. Nö. Whatever you want to... Was ist Verteidiger? Achso. Ja, ich lade dich gleich ein, ne? Wie mache ich Licht an und aus im Auto? Mit H. Mit H, okay. H für Licht, ne? Ja, genau. Nee, ich hol mir gerade nur ein schönes Auto. Oh, schöne Panzerung. Meine Freunde. Freunde, die GTA 5 spielen. So, ihr habt dich eingeladen. Tschüss. In diesem Sinne. Komm mal. Ja, ich komm doch. Ich komm doch. Ich bin da. Ich bin da. Oh, ich bin da. Können wir loslegen, ne? Ja, Digga, wir können loslegen. Oh, Level 5, Alter, bei dir läuft richtig. Ich hatte kein Internet seit dem letzten Mal. Mir egal. Und da habe ich nicht mal aufgenommen, du Wichs. Oh, da war wieder eine Fliege im Bild. Sehr schön. Verpiss dich. Kannst du bitte immer, wenn eine Fliege durchs Bild fährt, eine Zeitlupe machen? Nee, Alter, viel zu anstrengend. Dir ist bewusst, dass ich keine Waffen habe, ne? Ja, egal. Ja, warte. Was kann ich dir denn droppen? Du kannst droppen? Wie gehen wir droppen? Ja, es geht. Nicht schießen, droppen. Wir können uns nicht gegenseitig abballern. Steig in den Heli jetzt. Also in den anderen. Oder steigen in den hier, mir egal. Kannst du nicht mal steigen? Ja, mir doch wurscht. So, jetzt müssen wir mal da wechseln hier. Auch schönes Gamepad, weil Fliegen mit Maus. Raketenwerfer zu benutzen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wo kann ich nur Maschinengewehr nehmen? Mit E. Hä? Ich kann aber nur die Maschinengewehre benutzen, komischerweise. Ach, du bist der die Raketen schießt. Ja, aber das ist kein Maschinengewehr. Ja, das ist doch das Maschinengewehr. Was laberst ja, du für eine Kacke? Ja, ich kann nur das. Ich kann die Raketen nicht selber schießen. Ach so, ja. Ich kann auch rausgehen. Jetzt kannst du alleine, glaube ich, selbst schießen. Ah, geil. Raketen umgelenkt. So, ich muss jetzt auf das Gelbe schießen, oder? Nein, wir müssen den abholen. Ach so. Da steht auf Triff Matrazzos Partner am Flughafen. Ist Matrazzo nicht der in der Story, der Italiener, der den Michael Geld schuldet, weil er sein Haus zerstört? Ja. Richtig. Kannst du mal schneller fliegen, Mann? Das geht nicht. Digga, einmal mit Profis arbeiten, ne? Halt's Maul. Das Wochenende war übrigens schön mit dir. Pff, ne, ich komm nie wieder, Alter. Das war eine behinderte Fahrt. Hör auf! Warum? Ich spring raus, Alter, und du hast keinen Fallschirm. Oh, lass mal die Arena abschießen. Kaputt! Digga, wir machen hier Mission, Alter. Ja, warum? Weißt du, warum muss man eine Mission machen, wenn der Typ am anderen Ende der Welt ist? Ja, das ist Matrazzos Lager, wo wir gerade waren. Hier, komm, schieß mir den Flugzeugtower ab. Boots! Warum müssen wir den überhaupt auf dem Ding abholen, Alter? Der soll doch mal nach vorne laufen. Der kleine Pisser. Wo müssen wir überhaupt der laufen? Ist unter uns. Da ja. Unten bei dem Flugzeug. Bei dem. Darf ich ihn töten? Nein. Da, wir müssen zu dem Hubschrauber, da. Kriegst du es hin, oder?
Ja, lass mich doch mal. Lass mich doch mal. Hör auf! Du bist so dumm, Junge! Du bist so dumm! Ich habe $680 bekommen. Ja, obwohl wir gefailt haben, habe ich mehr Geld bekommen, als ich zahlen musste. Digga. So, kann ich jetzt schneller Neustart auch machen? Das wollte ich drücken. War Pech. Ich mache jetzt den Gaming-Modus von meiner mechanischen Tastatur an. Nur weil ich eine geile Tastatur habe und du nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Belichtung bei meiner neuen Wohnung ist viel, viel, viel besser als die von meiner alten. Beziehungsweise von meinem alten Zimmer. Gut, wenn du meinst. Du fliegst, ich kann nicht fliegen. Ja. Man erkennt mich einfach viel besser, das ist total geil. Flieg! Wunderlich. Schieß dich ab, du Missgeburt, Digga. Sollst du von dem ganzen Weg nochmal fliegen? Sehr schön. Danke. Sei froh, dass ich überhaupt wieder aufnehme, sonst müsstest du jetzt alleine aufnehmen, Mann. Ja, aber mir egal. Hab ich doch gestern auch schon gemacht. Ja, warum nimmst du gestern auch alleine auf, du Missgeburt, Mann? Ja, ich habe eigentlich für 4 Tage vorproduziert. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das Video hier bringen soll. Eigentlich am Montag. Ja, bringst du einfach morgen. Ist doch scheißegal, ob du die Videos durcheinander bringst. Nee, eben nicht. Ich möchte Kontinuität haben. Kontinuität. Kannst du mir bitte... Dings. Kannst du mir nach der Aufnahme hier bitte... ein Screenshot von dir schicken, von deiner Facecam. Dann kann ich dich ausschneiden und in mein Thumbnail packen. Nein. Darf? Nein. Bitte. Nein. Warum nicht? Ich weiß schon, was ich dir schicke. Jetzt, ich sehe es schon kommen. Es ist irgendwie angenehmer, im Hubschrauber zu sitzen, wenn man fliegt, oder? Was? Es ist angenehmer, im Hubschrauber zu sitzen, wenn man fliegt, also die Sicht auf innen zu machen, statt auf außen. Nee, ich hab's auf außen. Warte ganz kurz. Jetzt darfst du gehen. Morgen. Alles klar, Special Guest noch am Stissel? Ja, ich wollte sie eigentlich nackt in die Roomtour packen, aber sie wollte nicht. Ja, ich hab dir doch gesagt, es wäre cooler gekommen auf jeden Fall. So, warte, was war das jetzt? Helikopter abschießen, oder? Nein, halt's Maul! Digga! Oh. Eskortiere den Panzer. Ja, warum musste ich denn dafür jetzt landen? Alter, es ist voll. Aber ich darf den Helikopter abschießen jetzt, oder? Also jetzt nicht unseren, aber die roten. Ja, die roten. Gut. Ja, Digga, weißt du, ich bin da halb am Landen und dann Job. Ich kotze den. Das Maul. Macht gar nichts. Oder ist er. Du kannst übrigens Lenkraketen nehmen oder Ungelenkte, ne? Wie das denn? Kannst du durchwechseln. Nee, ich kann nur raus und rein zoomen. Ich kann nicht durchwechseln. Nee. Digga, ich kann mich nicht umdrehen, du musst dich umdrehen, ich sehe den Typen Digga, nicht. Digga, wir rauchen schon. Ich kann ihn hinter uns nicht abschießen, weil ich mich nicht umdrehen kann. Ich bin tot. Nice, Digga, nice. Du spawnst jetzt irgendwo. Ja? Nice, ja. Ich schieße dich vom Boden ab, Digga. Ja, wird so viel bringen. Was? So, komm, jetzt trifft das Scheißding, jawoll. Wieso triffst du die, aber ich die nicht? Weil ich Pilot bin und bei mir hat das Auto zielen. Das ist richtig nice. Oh. Na, endlich mal einer, der aussteigt, wenn man mit der Waffe auf ihn zeigt. So. Wo muss ich jetzt hin? Soll ich dich abholen oder? Nee, ich fahre mit dem Auto hin und hinterher. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Was ist denn die Chance? Ich flieg einfach dir hinterher. Ich fahr. Ich flieg mit dem Auto hin. Genau! Sind die, Digga? Ja, nein, nein. Hey, hier werden Gegner angezeigt, aber irgendwie. Du blinkst. Alex, ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Jawohl. Kann man irgendwie mit dem Auto Turbo geben? Turbo Boost?
Nee, leider auf nicht. Leertaste, ne? Komm, Alter, Butz, Digga. Erledigt den Bastard. Ich bin auf dem Weg hin, also ich bin auf dem Weg zu dir. Ich fahr direkt hinter euch. Ja, ich bin übel am Rauchen, Alter. Ja, weil ich am Anfang nichts getroffen habe, weil ich nicht auf Lenkraketen umschalten konnte, weil Herr Profi mir das ja nicht erzählen konnte. Ja, Digga, was willst du? Mann. Was mache? Warum blinkst du eigentlich bei mir? Weil wir zu weit entfernt sind oder weil du stirbst? Weiß ich, Alter, warum ich blink. Nee, nicht weil ich sterbe. Blink ich übrigens auch bei dir auf dem Radar? Nein, das ist übrigens, glaube ich, der Ding. Unser Eskortierender. Ach so, ja, doch, der Blinky. Ja, genau. Ja. Der schon blinken. Das soll einfach nur heißen, dass wir den beschützen sollen. Ach, Alex, übrigens, in diesem Sinne. Tschüss. Wir haben noch gar nicht gebaitet. Wir haben noch gar nicht gebaitet, dieses Video. Scheiße, doch, wir biten noch nicht mehr. Yo. Was? Das machen wir nicht mehr? Nee, ich dachte, wir sammeln den Hate. Ich dachte, wir leben davon. Das tun wir eigentlich auch. Trifft er ihn? Nein, er trifft ihn nicht. Schade. Natürlich trifft er ihn nicht. Du bist ein Hurensohn. Digga, das ist übel behindert gerade. Wo ist der Typ eigentlich? Da vorne. Was macht der Heli da? Ich hole mir gerade ein neues Auto. Ich glaube, meins geht gleich in die Luft. Vielleicht so. Komm, egal, scheiße. Boah. Ich einfach weiter. Steig in das Auto! Also wir müssten eigentlich gleich da sein, weil da ist das Gefängnis auf jeden Fall. Erfolgreiche Mission, Digga. Ich weiß noch nicht, ob sie erfolgreich ist. Das werden wir gleich sehen. Ich krieg sowieso mehr Geld, als ich ausgebe. Also YOLO. Ja, wo ist der? Wo ist der Bastard? Ach du heilige Mutter Maria! Digga, wo ist der? Jetzt aber, komm. Komm, die müssen ihn doch erwischen. Ja. Nice, Digga. Nice. Bestimmt lande ich jetzt wieder, Alter. Und dann heißt es eskortiere. Oh ne, wir haben es geschafft. Ja! Ich hab's geschafft! Jawohl, Alter. Bei uns läuft, Digga. Bei uns läuft richtig. Alter, für $15.000! Ja! Ja! Ich bin gerade voll gegens Mikrofon gekommen. Nichts, Alter. Halt die Fresse. Ich habe in einer der Folgen, die entweder davor kam oder jetzt danach kommt, habe ich 200.000 gemacht, ne? So, sollen wir... So, komm, wir machen jetzt hier einen Cut. Was noch? Wir haben 15 Minuten. 15 Minuten haben wir jetzt gespielt. Das reicht. 14, Digga. Okay, ich bin mal raus bei dir. Ja. Bin ich dann bei dir auf dem Server oder muss ich erst wieder joinen? Dann können wir noch ein paar Leute töten. Hast du bestimmt freien Modus oder was? Ja, dann können wir noch ein bisschen die restliche Zeit überbrücken. Digga. Was jetzt? Nein. Ja, hast du jetzt deine Aufnahme beendet oder nicht? Nein, habe ich nicht. Geh doch mal Deutsch mit mir, Digga. Halt dein Schnauze, Junge. Samanda, lass das Fenster unten. Ja, genau so redet Natürlich bin ich jetzt da, so, wo ich eben mit dem Auto stand. Und wieder. Das Auto ist jetzt weg, Mann. Wollt ihr mich verarschen? Ja, bei mir lädt, also ich denke mal, die Folge bei mir wird mit einem Ladebildschirm zu Ende gehen. Digga, ich stehe hier, ich gucke in den Sonnenuntergang, Digga. Ja, wir müssten eigentlich auf dem gleichen rauskommen, ne? Oder auch nicht? Weiß ich nicht, ich guck mal. Nee, das ist wahrscheinlich. Ja, du bist wahrscheinlich, nicht bei weil mir. Du geliebt hast, du Vollidiot. Halt die Fresse, Junge, ich gucke jetzt in den Sonnenuntergang und genieße der Leben, Junge. Boah, was kann der Typ eigentlich, ne? Was kann der? Also, Leute, in dem Sinne. Das war's für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei Lovely Potato vorbei. Schaut bei dem Topra vorbei. Nicht. Tüdelü.